Ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht? Klasse, das ist der erste Schritt. Wir möchten nämlich mit euch gemeinsam ganz genau hinschauen und entdecken, wie viele Lebewesen zusammen das ausmachen, was wir als Wald bezeichnen. Wir sind ein interdisziplinäres Team, das für die Vielfalt heutiger und vergangener Lebensformen brennt. Einerseits das Senckenberg-Museum für Naturkunde Görlitz, das Museum für Nullpartner seit der ersten Stunde ist, und andererseits das Naturhistorische Museum Mainz, das jetzt ganz neu mit im Verbund ist. Und an beiden Museen zusammen arbeiten wir jetzt in einem Tandem daran, ein digitales Vermittlungsformat zu entwickeln, das unsere Besucherinnen und Besucher dazu anleitet, biologische Ordnungskriterien auf Lebewesen anzuwenden, aber ganz ohne Vorwissen. Die Anwendung soll ermöglichen, scheue Waldbewohner sozusagen ins Rampenlicht zu setzen, sie sich ganz genau anzuschauen und dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Lebewesen zu entwickeln. Wir wünschen uns, dass die Besucherinnen und Besucher mithilfe dieses Tools ihren Blick für die wahre Vielfalt im Wald schärfen und nebenbei auch mitnehmen, dass wir ja in unseren Sammlungen auch Lebewesen sortieren und aufbewahren. Unsere Anwendung entsteht im Team, im Tandem, im Verbund. Also über die räumliche Distanz hinweg arbeiten wir direkt digital zusammen. Und so nutzen wir eben optimal die etablierten Kommunikationsstrukturen hier im Verbund, bauen auf dem reichen Wissensschatz auf und entwickeln vielfältige Synergien. Ja, mit unserem interaktiven Vermittlungstool möchten wir einerseits Vielfalt sichtbar machen und andererseits Strategien an die Hand geben, wie man dann Ordnung in das vermeintliche Chaos bringen kann. Wichtig ist uns, einen spielerischen Zugang zu biologischen Ordnungssystemen zu schaffen und nebenbei etwas davon zu vermitteln, was hinter den Kulissen ihr Alltag der Kuratorinnen und Kuratoren ist, nämlich das Untersuchen von Objekten und das Einordnen in ein sinnvolles System. Das Stichwort dabei heißt Public Understanding of Research and Collections. Ordnung in ein Chaos bringen ja nicht nur Biologen und Biologinnen, sondern alle Institutionen, die Sammlungen unterhalten und ihre Objekte nach definierten Ordnungskriterien sortieren und aufbewahren, können von unserer Anwendung später profitieren. Wir freuen uns also am Projektende, den Prototypen der Anwendung, aber auch unsere Erfahrungen aus dem Entwicklungsprozess und auch aus der ko-kreativen Zusammenarbeit mit allen interessierten Nachnutzenden zu teilen. Und speziell für unser Projekt wünschen wir uns, dass ihr den Wald dann mit neuen Augen seht und euch an der Vielfalt der Lebewesen erfreut.